Es gibt mal wieder Streit im Wald um Ebrach. Genau genommen geht es um einen Baum, M4, eine gewaltige Buche, möglicherweise eine der größten Buchen Deutschlands. Ausgerechnet diese Buche jetzt gefällt oder gesprengt werden muss. Ich würde gern den ganzen Baum, so wie er ist, in seiner Stattlichkeit erhalten. Ist ja auch eine Attraktion für unsere Gegend, dass die Leute hierher kommen, hier wandern, hier Radfahren, um solche Bäume und solche intakte Natur zu sehen. Aber der Riss, der hier in dieser Buche drin ist, ist schon auch sehr, sehr tief. Und wir haben halt leider in Deutschland Verkehrssicherungspflicht. Ich könnte mir vorstellen, oben und unten an diesem Berg ein riesengroßes Schild hinzustellen. Achtung, Naturschutzgebiet, Sie befahren diesen Weg auf eigene Gefahr. Durch die Sprengung des Baumes sehe ich halt den Vorteil, dass wenigstens der mächtigere Teil, der gerade gewachsen ist, erhalten bleibt. Und von dem Teil, der eingerissen ist, werden ja auch noch gut 4,50 Meter des Stammes erhalten, der dann langsam vor sich hin verwittert und natürlich ökologisch sehr wertvoll sein kann.